Sütüten. Wir haben eine Mini-Bebahnfrau, die sonst nichts hat. Eine sehr schwere Bebahnfrau, die glatzköpfig ist. Und ein Barbar, der dazu geboren wurde, ein Basketballspieler zu sein. Und Gegner wegschubsen kann. Ich glaube, die nehme ich mal. Auch wenn wir dadurch ein größeres Ziel sind, was mir gerade einfällt. Nee. Na gut, wir haben 490 Gold. Das reicht für nix, wenn ich der Anzeige trauen darf. Nix ist nicht viel. Wir haben auch nicht wirklich irgendwas zum Freischalten, was in der Preisklasse wäre. Und die ist echt ganz schön groß. Springen, Blutdingens, nochmal springen. Nö. Jetzt müssen wir echt... Wow, ist die groß. Wir werden von allem getroffen werden. Das war so eine doofe Idee. Aber gut. Also wir müssen jetzt echt 490 Gold wegschmeißen. Also im Schloss konnten wir nichts kaufen. Ich guck noch mal ganz kurz. Das tut mir echt weh, so viel Geld wegzuschmeißen. 980. Das hier kostet 770. 500. 10 Goldmünzen fehlen. Ja. Nö, gibt nix. Schmied haben wir gecheckt. Runen haben wir gecheckt. Haben wir Runen gecheckt? Ja, haben wir. Nö, okay. Ja, tut weh, aber was soll's. In der Zeit, wo man meckert, kann man auch töten. Und das Gold einmal wieder reinholen. Aber ich frage mich echt, ob der Charakter jetzt wirklich so zählt, wie er groß ist. Also ob die gesamte Oberfläche quasi zählt. Weil das könnte auch noch einen Vorteil für uns haben. Weil wir haben mehr Oberfläche, um Sachen einzusammeln. Und unser Schwert könnte eine größere Reichweite haben. Weil das hier alles hochgedingens wird. So, wann... Du bist ein dober Zombie da unten. Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Oh. Hops. Und ich liebe Dreifachsprung. Ich frage mich, ob es noch einen Vierfachsprung gibt, ob man jemanden durchgehen hüpfen kann. Theoretisch müsste ja für jeden Slot eine Sprung... Wow, warum schießt du zwei? Achso, weil ihr jetzt zwei seid. Okay, das ist genehmigt. Kaputt. Ja, Springdinger. Wow, wow. Sind dezent viele Geister hier. Die alle geschickt meinem Chakram ausweichen. So. Da oben geht's weiter. Aber erstmal räume ich hier noch einen Geist. So, aber erstmal wollte ich hier aufräumen. Fertig mit aufräumen. Sing, sing, sing. Genau, wir haben fast die 490 schon wieder drin. Und eigentlich brauchen wir nur 500 für das kleine Upgrade, wo die 10 Münzen vorhin gefehlt haben. Da habe ich schon dreifach Sprung. Ich falle genau dahin, wo der Dödel landet. So. Ah, ja, hopp. So, da ist noch ein Auge irgendwo. Nicht da. Nee. Wow. Aber ja, ist das erste Gebiet. Das können wir langsam einigermaßen. Wenn ich es echt verwirrend finde, dass wir immer noch Gegner hier haben, die wir nicht one-hitten können im ersten Gebiet. Das ist irgendwie ein Problem. Aber ja, wir müssen halt ein bisschen mehr Gold. Das war gemein. Genau unter den Füßen weggezogen, das doofe Ding. Okay, warten, bis er geschossen hat. Hochspringen, runterschlagen, wegspringen. Also. Oh, hier ist ein Übergang zum Maya-Bereich. Aber ich werde gar nicht erst in Versuchung mich führen, dahin zu gehen. Denn ich weiß, sobald ich drin bin, will ich nur mal kurz um die Ecke gucken, ob da irgendwas ist. So, wo müssen wir lang? Wir sollten jetzt wieder nach unten. Wo müssen wir... Wow.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, diese komischen Dampfwolken. Okay, nicht auf dem Bücherregal fallen. So. Bam. Wir stampfen richtig, wenn wir aufschlagen. So groß sind wir. Okay. Okay, wenn ich aus 10 Meter Höhe runterspringen würde, würde ich auch ganz schön aufschlagen. Sonst nichts, okay. Lebenspunkte sind... Okay. Toll ist was anderes, wenn man denkt, dass wir eigentlich hier alles schon sehr gut kennen und gut ausgerüstet sind. Gold nähert sich ganz langsam der 1000. Und das müssen noch 3000 werden. Aber ja, ich habe mir das mit dem Nicht-Aufnehmen, bis wir in dem neuen Gebiet sind, überlegt und das finde ich doof. Also ja, es wäre natürlich alles ein bisschen komprimierter und so weiter. Aber dann tauche ich zwischendurch auf mit, hey, ich habe jetzt in einem Run 2000 Goldmünzen gemacht und habe mir dafür das und das gekauft. Aber man sieht es halt nicht. Das finde ich dann schon ein bisschen komisch. Das heißt, es ist vielleicht jetzt ein wenig unspektakulär. Aber dafür fehlt nichts. Das mache ich bei den meisten Projekten so. Hier war irgendwo der böse Zombie, der sich immer taktisch günstig... Genau, du. Du wirst jetzt einfach sterben. Aber ja, bei den meisten Projekten habe ich es ja so, dass ich möglichst wenig rausschneide. So. Und meine Freunde, die grünen Sprungbretter kombiniert mit Gegnern kämpfen auf grünen besagten Sprungbretter. Hops. Hops. Das wäre es noch, wenn man einen Bosskampf hätte mit Sprungbrettern. Ich will jetzt hier nichts beschwören oder so, aber das wäre echt übel. Besiege alle Gegner. Klappt nicht. Ja, und unser Fatus juckt die gar nicht. Boom. Warum hat es jetzt da keine Wolken gegeben? Na gut, wir wollen nicht meckern. Wir wollen nach unten und dann nach rechts. Oh. Erstmal lassen wir die Stahlkugel vorbei. Wow, kein Schaden nehmen. Das Spielchen kennen wir doch schon. Und verloren. Oh, es geht rechts auch noch weiter. Oh. Oh, und die Essensecke. Sehr schön. Das heißt, hier geht es jetzt in den Wald. Was haben wir noch? Wir haben direkt am Eingang einen Gegengang nach oben. Den sollte ich mir noch kurz angucken. Genau, hier. Achso. War gar nicht der Eingang. Jetzt bin ich doch in das Maya-Gebiet. Aber das hier meinte ich von hier aus ein nach rechts und dann nach unten. Da geht es auch noch weiter. Und wenn wir das haben, was aber noch eine ganze Menge sein dürfte, denn wir haben erst 1000 Gold von prognostizierten 3000, dann können wir in den Wald gehen. Und die Feuerbälle haben uns nicht treffen können. Habt ihr das gerade gesehen? Wir standen hier und das Ding ist quasi durch unseren mit einer Schleife besetzten Helm durchgeflogen, ohne dass es Schaden gemacht hat. Also könnte es sein, dass wir echt nur größer wirken und nicht größere Zielfläche sind. Oh. Was? Tun was? Tun was? Tun was? So. Alle Gegner besiegen. Okay. Nichts lieber als das. Wir brauchen mehr Lebenspunkte. Wow, was bist du für ein rotes Ding? Wow, wow. So, dich hätten wir schon mal. Dich hätten wir und dich hätten wir auch. Oh, hallo Sieg, sehr schön. Eine Balance-Rune. Was zur Hölle macht eine Balance-Rune? Hm. Na gut, gucken wir nächstes Leben. Die Goldstücke lassen wir da. Dich bringen wir um. 1230. Boah, es ist schon langsam eher in dem Bereich, wo man es beenden könnte. Au. Oh. Beenden könnte hier. Oh, du bist ein doofer Zombie. Zack, zack,
Sehr schön. Weil man muss ja immer denken, es ist ja immer die Random-Komponente drin. Vielleicht werden einfach nicht genug Truhen generiert in unserem Dungeon gerade und dann wird das halt nicht. Wo sind das viele? Und warum bist du nicht tot, wenn ich dich hau? Haben wir gerade runter in die Stahl geschubst. Sehr schön. So dumm war's. Wo willst du hin? Da willst du hin. So. Links geht's noch weiter und ein bisschen weiter oben geht's auch noch links und rechts weiter. Komm runter. So. Nicht vergessen, dass du auch Dash hast. Oh, und einmal Lebenspunkte auffüllen. Hier war der Boss. Und unten geht's in die Hölle. Nee, geht's nicht. Okay. Warum schubst sich ein Ritter weg und keinen kleinen doofen Zombie? So, stirb. Wir sind bei 90 Lebenspunkten. Das ist echt nicht gut. Wenn man bedenkt, dass wir gerade erst bei den Statuen waren, die Lebenspunkte auffüllen. Ah, okay, hier ist noch einer. So, hier geht's aber runter, genau. Das Land der Dunkelheit. Nee, nee, danke. Das heißt, wir müssen in eine ganze Ecke zurücklaufen. Glaube ich. Nee, müssen wir gar nicht. Hier geht's nach links und nach oben weiter. Also, ich taufe durch den Feuerballraum. Langsam Schritt für Schritt. Oh, aber ganz schön viele Hühnchen. Natürlich noch ein Doom-Wasser hinterher. Das alles für eine Kiste voll Gold. Oh, das war knapp. Okay. Oh, sehr schön. Okay, hoch. Nein. Die 200, 300 Münzen, die da drin sind, sind es mir einfach nicht wert. Falsch, wir müssen runter und da nach oben. Ach, ihr Jungs. Ihr seid ganz schön stark. Und wir werden hier gleich sterben. Oh, es sind doch zwei getrennte. Und der schmeißt jetzt mehr Schädel. Sehr schön. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte einen toten Punkt bei ihm, wo er uns nicht treffen könnte. Aber na gut, ist machbar. Wir haben fast zwei Reihen voll bekommen. Ist okay. Nächster. Wir haben einen lesbische Knappin. Knappin, das klingt echt komisch. Also einen weiblichen Knappen halt. Ein Paladin, der schneller läuft, wobei wir wissen, dass schneller laufen für mich heißt, ich bin schlechter. Und ein Magier, der keinen Fußpuls hat. Ich glaube, ich nehme mal sie. Die will sehr viel Schaden verursachen, aber halt fast nichts aushalten können. Shinobi. Ne, komm. Mehr Schaden und 435 für Schaden. Du siehst komisch aus mit deiner Dampfwolke. Und den schwarzen Lücken in der Rüstung, die sie hier hat, aber. Gucken wir mal. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt unsere Crit-Chance uns bringen soll. Also klar, sie macht mehr Schaden, aber die meisten Gegner sind entweder mit einem Schlag tot oder mit zweien. Heißt, für Bosskämpfe wäre es vielleicht interessant. Oder diese Semi-Bosse, wie die Skelette eben gerade. Naja. Was mich auch interessiert, ist, ob die Crit-Chance auch auf unsere Zaubersprüche mitzählt. Was kann ich hier testen? Das war schon mal kein Crit. Das war zu kurz. War auch kein Crit. So hoch scheint die Crit-Chance echt nicht zu sein, weil wir haben gleich keinen Mana mehr. Erreiche mich in 5.
Hey, geschafft, sehr schön. Retaliation, Chestplate. Das heißt, glaube ich, jedes Mal, wenn wir Schaden nehmen, kriegt der Gegner auch Schaden. Das ist sehr schick. Nur sollte man im Idealfall eigentlich gar nicht getroffen werden. Und wir haben in der Brustplatte schon die Blutlust-Rune. Die finde ich irgendwie toller. Gold. Hast du eigentlich schon einen Spezialangriff auf Y? Nee, hast du nicht. Ja, die sollten wir bei Zeit nochmal freischalten. Also die Spezialfähigkeit vom Knappen, wenn wir sie überhaupt schon freischalten können. Dann, dass der Magier zum Erzmagier wird. Und diesen Shinobi. Ich bin schon gespannt, was der kann. Oh, hier ist ein Secret. Secrets, die immer gleich aufgebaut sind. Zweimal nach unten springen, dann so einen kleinen Kreis laufen und darunter. Naja, 100 Goldmünzen haben wir und nicht haben. Hm. Keinen Schaden nehmen. Wenn wir einfach alle umbringen, könnte ich das sogar schaffen mit keinem Schaden nehmen. Und vielleicht den Gegner leider nicht sehen. Ha. Ich probiere mal, genau, Mana zu finden. Und dann einfach nach und nach immer einen von den Typen da unten umzubringen. Das war zu weit. Aber ja, das ist die einzige Taktik, die ich sehe, das zu schaffen, weil sonst, zu viele Gegner, zu viele bunte Kugeln, die sich schnell bewegen. Das wird nix. Wo wollen wir hin? Erstmal nach da unten. Wow. Hallo, Jungs. Oh. Ist einer von euch ein Doomwas? Oh, Keule, sehr schön. Nö, ne, kein Doomwas, okay. Kiste mit Gold. 160 oder so. Und ich merke schon, wie gierig ich werde. Ach, nur 160 Gold. Das ist halt, weil die Upgrades so teuer werden. Ich meine, jetzt das letzte Attack-Up waren auch 1000 noch was Goldmünzen. Oh. Sollte erstmal den kleinen Kram wegmachen. Genau, dich zum Beispiel. Dich und dich und dich und. Ja. Du was? Du was? Oh. Kann es sein, dass der auch mehr Grundschaden macht, der Knappe? Also mir ist hier eh aufgefallen, dass der Magier zum Beispiel mit Nahkampfwaffen weniger Schaden macht, als jetzt der Paladin zum Beispiel. Vielleicht ist es bei dem Knappen ja ähnlich. Also nur halt andersrum, dass er grundsätzlich mehr Schaden macht. Gab es da nicht eine Taste für? Warte mal. So. X. Level 39 Knappe, plus 15% Crit Chance, plus 125% Crit Damage. Niedrige HP, MP und Stärke. Okay. Na gut. Sollte ich mir bei den anderen nochmal angucken. So, kaputt, bevor du was schmeißen kannst. Oh, du bist eine Keule. Ich wollte gerade die Kugel hier anschlagen. So, Lebenspunkte sind voll. Da war ein Crit. Mana sieht inzwischen auch okay aus. Das heißt, wir könnten mal zurück zu dem Raum gehen, wo diese Pflanzen waren. Und da ein paar extra runterschmeißen. Ich würde schon ganz gerne mal die Herausforderungen schaffen. Also ja, wir haben gerade erst eine geschafft mit diesem Erreiche mich in 5 Sekunden. Aber bin ich ja quasi auch nur direkt hingelaufen, ohne wirklich auf Gegner zu achten. Was, glaube ich, nicht ganz Sinn des Ganzen war. Gut, gut, gut. Ha. Ich wollte gerade sagen, es wäre richtig ruhig hier, aber die warten an den unten. So, volle Lebenspunkte. Demnächst volle Mana. Sehr schön. Da oben war bestimmt noch was. Da ist noch Gold. Ganz schön schlauchartig, der Dungeon hier. Aber ich denke mal, da rechts oder im übernächsten Raum wird spätestens der Wald kommen.
Genau. Jo, Wald. Tschüss, Wald. Wir wollen nicht zur Hölle, wir wollen eigentlich dahin. Der Raum mit dem nach unten laufen keinen Schaden nehmen, ist gar nicht eingezeichnet, kann das sein? Jedenfalls nicht besonders. Müssen wir gleich mal gucken. Da würde ich gerne hin. So. Jo. Dash. Doch, ist er. Oh, das ist schwierig hinzukommen. Also rechts, unten, links, links, links. Yeah. Na gut, dash eine Weile. So wenigstens schneller. Yeah, yeah. So runter. Yeah, yeah.